Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Täter, und herzlich willkommen zur aktuellen Wiederausgabe in der Einzelwerte-Sektion der Formationsdata am Dienstag, den 4. Oktober 2016. Und schauen Sie sich diese wunderschöne große weiße Kerze an. Aber bevor diese weiße Kerze zustande kam, mussten etliche andere den Chart runterfließen. Und ich will ganz kurz zurückschauen, aber ich werde ohne Luft zu holen zu sprechen. Schauen Sie, der DAX ist hier runtergefallen, machte die Gegenbewegung und kam zurück. Und ich hatte Ihnen, gehen Sie gerne zurück, schauen Sie sich gerne die Videos 4., 5., 6. Juli an. Da hatte ich Ihnen gesagt, alles was der Markt an Pullback macht in Richtung 9,4, und ich bin persönlich seit 9,4 long in diesem Chart. Oder prozyklisch, wenn er dann hier in Richtung 9,5 geht, also dass hier Bestätigung nach oben läuft, sind Unterstützungen, und der DAX hat das Potenzial, in Richtung 10.150 bis 10.350 zu laufen. Falls diese blaue trendbegrenzende Linie gebrochen werden sollte, was ich für wahrscheinlicher halte, aber es noch nicht im Chart steht, und spätestens wenn diese horizontale Widerstandszone aus dem Weg geräumt ist, hier hat der DAX das Potenzial, in Richtung 11,5 zu laufen. Jedoch, und das hatten wir auch miteinander besprochen, wird der DAX dann nicht, so mir nicht, dir nicht, an dieser 10,8er-Zone vorbeikommen, weil hier eine flachere Trendlinie ist, die ebenfalls Widerstand bietet, und weil hier auch eine horizontale Zone ist. Und alles gepasst. Dann hatten wir gesagt, okay, wir sind da, gibt zwei Möglichkeiten. Er konsolidiert oder er macht einen Pullback. Und da habe ich Ihnen immer wieder gesagt, alles, was der DAX in Richtung 10,250 bis 10,150 macht, ist interessant. Einmal waren wir hier und haben gesagt, das ist kurzfristig interessant. Ziele sind 10,7 bis 10,8. Als wir hier waren, haben wir gesagt, kurzfristige Täter realisieren niedrige Gewinne. Mittelfristige müssen warten, ob diese Widerstandszone gebrochen wird oder nicht. Wir haben nur eine Unterstützung gekauft. Vielleicht macht der Markt nochmal die gesamte Bewegung nach unten. Und am Freitag hatte ich Ihnen Folgendes gezeigt. Ich hätte Ihnen diese grüne fallende Linie gezeigt. Unterstützung, 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 Unterstützung. Ich hatte Ihnen diese trendbegrenzende Linie gezeigt und gesagt, der DAX scheint hier eine Keilformation zu bilden. Spricht mehr für die Bullen. Was ich Ihnen nicht gezeigt habe, was mir nach dem Video aufgefallen ist, der Markt hatte diese eine Welle gemacht. Und die zweite Welle, also wenn man diese Linie kopiert, hätte genau zu dieser 10,180 gepasst. Und ich hätte Ihnen auch immer wieder gesagt, Freunde, denkt daran, wir haben hier in der Zone auch eine horizontale Marke, das ist 10,180. Wir haben hier die 38% Retracement Marke, schauen Sie sich das an. Und wir haben zwei nicht unwichtige gleitende Durchschnitte, 20 und 50 Wochenlinie. Und schauen Sie sich, was passiert. Der DAX kommt zurück, berührt diese Zone. Und ich sage Ihnen, warum ich so viele Unterstützungen Ihnen aufzähle. Weil ich daran glaube, dass der eine Trader die horizontale Linie hat, der andere hat die fallende Linie, der andere hat das 38% Retracement, der vierte guckt auf die 20-Wochen-Linie, der andere guckt auf die horizontale Zone im Wochenchart. Und je mehr Marken zusammenkommen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bullen da reinkommen und diese Zone kaufen. Und soll ich Ihnen was verraten? Als der DAX dann diese rote Kerze gemacht hatte, und ich hatte Ihnen noch eingangs gesagt, falls Sie sich daran erinnern können, die Frage wird sein, ob die Bullen unterhalb dieser horizontalen Zone eröffnen oder nicht. Und wenn sie unterhalb dieser Zone eröffnen sollten, dann zumindest nochmal ranlaufen und dann scheitern. Und die sind in der ersten Bewegung, sind die in Richtung vorbörslich, waren wir dann wieder bei der 10,270, waren dann dort, dann zur Kasseröffnung wieder drunter, und dann hatten wir gesagt, okay, dann macht er diese grüne Linie. Und dann war der Markt an dieser grünen Linie, und wissen Sie, was mit mir passiert ist? Ich war kurz unsicher. Ich habe mir den DAX angeguckt, ich habe mir diese Charts angeguckt, ich habe mir diese rote Kerze angeguckt und war ganz kurz verunsichert. Was mir aber geholfen hat, ist, es war meine eigene Analyse, was ich mir seit Wochen und Tagen immer wieder angucke. Und deswegen konnte ich mich auf mich selbst verlassen. Und ja, ich habe den DAX gekauft. Ich kann es Ihnen sagen, weil ich ein bisschen gezögert habe, das Tief war bei 89, meine Position, kann ich Ihnen sagen, ist bei 10.201 Punkt reingegangen. Und ich habe dann noch zwei DAX-Aktien gekauft, mittelfristig. So, und jetzt will ich Ihnen nur eins sagen. Wenn Sie Videos von anderen gucken, dann ist es nicht Ihre Analyse, dann ist es nicht Ihre Fertigkeit, dann ist es nicht Ihr Trade. Was passiert ist, selbst wenn Sie sich trauen, in diese Unterstützung reinzugehen, ist ja ungefähr so, als wenn Sie die Augen schließen
und einfach in irgendein Loch reinspringen, weil irgendjemand ihnen sagt, du, in dem Loch gibt's ganz viel Gold. Aber es ist dunkel. Sie fühlen sich nicht wohl. Und was wollen sie machen? Sie wollen als erstes wieder rausspringen. Weil das eigentlich nicht ihre Entscheidung ist. Und deswegen ist es so, selbst wenn sie diese Unterstützung gekauft haben sollten, die meisten schmeißen dann ganz schnell die Position. Nach 20 Punkten, 30 Punkten. Ja, kann ich Ihnen auch sagen, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Ich schicke Ihnen gerne meine Position. Ja, ich bin noch long in diesem DAX. Also ist die zweite Frage, schaffe ich es dann auch, wenn ich ein Video von anderen gucke, das laufen zu lassen? Wenn es nicht meine Analyse ist, schmeiße ich das meistens eher ganz früh hin. Und deswegen sage ich Ihnen immer wieder, kommen Sie zu unserem Mentorprogramm. Werden Sie Ihr eigener Analyst. Werden Sie Ihr eigener Trader oder Ihr eigener Investor, der das tradet, investiert, was er selbst erkennt. Verbessern Sie Ihre Fertigkeiten, dann bekommen Sie mehr Selbstbewusstsein, dann haben Sie mehr Sicherheit. Und vor allen Dingen, der Freitag war so ein wunderschöner Trendtag. Es hat so viel Spaß gemacht, in diesem Trendtag zu traden. Sie haben nicht nur mehr Sicherheit, Sie haben auch im positiven Sinne Aufregung. Nicht dieses, oh, wo steht der DAX, oh, dieses Hibbelige, das nicht. Abwechslungsreiches Traden mit Selbstvertrauen. Unser Mentorprogramm, Sie bekommen noch 20% Preisnachlass, 2/3 der Plätze, kann ich Ihnen sagen, sind vergeben. Unser November-Seminar ist ausgebucht. Für Januar haben wir jetzt noch 1/3 der offenen Plätze. Wenn Sie zusammen mit einem Freund kommen übrigens, kriegen Sie noch 30% Preisnachlass. Wenn Sie sich zu zweit also anmelden sollten, und denken Sie dran, Sie kriegen Ihr Geld zurück nach dem Seminar. 5 Tage danach, wenn Sie sagen, das, was du mir beigebracht hast, hat mir nichts gebracht. Das dazu. Jetzt der DAX. Leute, Superkerze. Volumen dahinter. Auch bei den Indizes. Viele deutsche Aktien sind von Unterstützungen zurückgekommen. Was man jetzt nicht machen darf. Man darf jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, ah, jetzt ist es entschieden. Jetzt geht der DAX definitiv über die 10,8. Jetzt kaufe ich. Dann würden sie nämlich genau das gleiche machen, was wir hier gesagt hatten, nicht zu machen. Mittendrin und voll dabei, also mitten in der Range, sich für die eine oder andere Richtung zu entscheiden, ist nicht hilfreich. Deswegen hatte ich Ihnen noch gesagt, Leute, ich würde hier nichts machen. Ich würde entweder hier was machen oder da oben. Nur ich trade lieber, auch wenn es kurzfristig ist, in Richtung des übergeordneten Trends. Deswegen hatte ich noch immer wieder gesagt, ich würde eher die Unterstützung kaufen und nicht die Widerstände verkaufen. Wenn ich die Widerstände verkaufte, habe ich hier auch gemacht, ganz kurzfristig. Schauen Sie, erinnern Sie sich, 10,7 hatte ich Ihnen gesagt, ist eine Short-Möglichkeit. Habe ich selber für 20 Punkte getradet. Gucken Sie mal, was der DAX gemacht hat. Aber ich möchte nicht gegen den Trend unterwegs sein. Und wenn, dann nur ganz kurzfristig. Also, wunderbare weiße Kerze von der Unterstützung mit Volumen. Viele deutsche Aktien haben hier Stärke gezeigt von der Unterstützung. Spricht eindeutig mehr für die Bullen. Wir kommen sofort zurück zum DAX. Ich will nur sagen, was mehr für die Bullen spricht. Und dann werde ich Ihnen sagen, warum ich hier trotzdem nicht sagen werde, dass die 10,8 fällt und warum das hier trotzdem keine Zone ist, um sich mittel, aber auch nicht kurzfristig für oder andere die andere Richtung zu entscheiden. Schauen Sie, wann immer mehrere Indizes gleiche Formation haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, den Dow Jones Index. Das ist eine Bullenflagge, das ist eine lupenreine Bullenflagge. Das ist die erste Stange, das ist die Flagge, das ist die zweite Stange und das ist die zweite Stange und Flagge. So, wenn Sie sich das beim IYT anschauen, also Transportation Index des Dow Jones, das ist ein aufsteigendes Dreieck. Wunderbar. Wenn Sie sich den S&P 500 angucken, der hat hier auch eine Art Bullenflagge. Das ist hier. Das ist die Stange und das ist die Flagge. Wenn Sie sich den MDAX anschauen, dann haben Sie hier in der Stunde, sieht man es besonders gut. Ach, Verzeihung. Dann haben Sie hier ein Dreieck. Dieses Dreieck kommt aber zustande. Hier dieses Dreieck. Nachdem es vorher eine Stange gegeben hat. Also eine bullische Wimpelformation. Wir haben lauter Fortsetzungsmuster. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit. Und wenn man sich den Nasdaq anschaut, da ist die Konsolidierung sogar schon bullisch aufgelöst worden. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der DAX auch seine bullische Formation bullisch auflöst. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der DAX, ich zeige es Ihnen über die Stunde,
die Kraft hat, diese trendbegrenzende Linie sogar bullisch aufzulösen und in Richtung der oberen Begrenzung der Range in Richtung 10,8 zu laufen. Erstens ist es nicht der Fall und zweitens, interessant ist, ob es der DAX auch schafft, die 10,8 aus dem Weg zu nehmen. Das wissen wir nach wie vor nicht. Stand jetzt weiß ich immer noch nicht, ob das, was ich vorher analysiert habe und für wahrscheinlicher befunden habe, nämlich, dass der Markt von diesen Unterstützungen dann an die Widerstände läuft, diese Widerstände aus dem Weg räumt, auch eintreffen wird. Wissen wir nicht. Was wir wissen ist, viele Indizes haben die gleichen Formationen. Fast alle Indizes haben bullische Formationen. Und jetzt müssen wir nach meinem Dafürhalten darauf warten, dass diese mittelfristigen Widerstände aus dem Weg geräumt worden sind. Der DAX hat jetzt, auch wenn diese Trendlinie gebrochen ist, aufgrund der hohen Volatilität in der letzten Handelsstunde, ist das für mich noch nicht nachhaltig genug. Wir haben dazu die 200-Stunden-Linie. Dazu muss man sagen, wir sind noch nicht überkauft im Stundenchart, sind wir aber gleich. Und wir sind nicht weit weg von der 10,560 und dann von dieser, doch so ist richtig, offenen Lücke bei 10,630 und der trendbegrenzenden Linie bei 10,660. Das heißt, falls der DAX sich hier ausruhen sollte auf der richtigen Seite der Trendlinie, also so, und dann anfängt zu laufen, dann kann man das über den 5-Minuten-Chart immer wieder, okay, vielleicht 50 Punkte, ah, vielleicht kann ich einen Stop anpassen, vielleicht lässt er mich dann durch, vielleicht schaffe ich es bis 10,660 zu traden. Man würde aber hier durch ein Minenfeld traden, müsste man wissen. So, für den Fall, dass Sie ein Pullback traden würden, bereits bei 10,4 bis 10,350 kommen schon Unterstützungen. Da hat der DAX heute Potenzial, wieder Stärke zu zeigen. Wenn er da drunter fällt, dann haben wir wieder Potenzial in Richtung 10,280 zu laufen und das müsste dann halten. Spätestens unter den Tiefs von Freitag wäre, na klar, wäre diese weiße Kerze passiert. Dann muss man schon wieder vorsichtig sein. Also eher in diese Richtung wahrscheinlich, stand jetzt kurzfristig nach dieser Kerze überkauft. Wir laufen in Widerstände hinein, wir sind mitten in der Konsolidierung und deswegen ist das jetzt eine Zone, in der ich persönlich gerne zugucken will. Entweder nach einer Konsolidierung kurzfristig, ansonsten übergeordnete Widerstände. Was ich Ihnen gerne noch zeigen will ist, vielleicht erinnern Sie sich noch daran, erinnern Sie sich an BVB? Da hatte ich Ihnen, da hatten wir einmal hier dieses aufsteigende Dreieck auf der bullischen Seite getradet und wir hatten gesagt, Leute, der wird wahrscheinlich hier hängen bleiben. Hier an dieser Zone wird er wahrscheinlich hängen bleiben. Da haben wir auch unser Stop-Loss angepasst und sind rausgeflogen. Dann kam der wieder zurück und als der hier war, habe ich Ihnen gesagt, Leute, das ist ein Dreieck. Da steht uns Dynamik bevor. Wenn der Ausbruch zustande kommt, ist das Ziel hier in dieser Zone. 94 in etwa. Was machen wir für ein Hoch? 4,91. Und das ist übrigens eine Bewegung von in der Spitze 12% in gerade mal 8 Handelstagen. Das ist die Art, wie wir den Chart analysieren, wie wir Setups suchen und wie wir dann unsere Zielzonen bestimmen. Und das, was ich Ihnen so hier so sage, glauben Sie mir, da steckt noch ganz viel Systematik dahinter. Und genau diese Systematik bringe ich Ihnen bei, damit Sie das selber erkennen können, damit Sie die gleichen Marken sehen, die gleichen Formationen sehen wie ich. Sie schreiben mir gerne eine E-Mail, informieren sich, Fragen kosten nichts und dann werden Sie hoffentlich in Zukunft mit mehr Sicherheit und mehr Spaß traden. Ich wünsche Ihnen eine richtig gelungene Woche. Packen Sie es an, passen Sie auf Ihre Trades auf, passen Sie auf Ihr Risiko auf und wenn Sie mögen, heute Nachmittag bin ich wieder für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den Rohstoffen. Da freue ich mich drauf, wenn wir dann gemeinsam auf die Rohstoffe gucken, die im Moment alle rot aussehen. Was ist denn da los? Also, viele Grüße. Mein Name ist Hamed Esnaschari. Klicken Sie auf das Feld rechts unten und erhalten Sie auf unserer Homepage weitere Informationen zu unserem 6-monatigen Mentorprogramm oder klicken Sie auf das Feld links oben, abonnieren Sie unseren Kanal für tägliche charttechnische Analysen mit edukativem Charakter zu den Rohstoffmärkten, Aktien und Indizes.